Heute fragt keiner mehr, ob ich dieser Tane bin. In der Zauberschule sagen sie einem nicht, dass sich Errungenschaften manchmal auch geradezu enttäuschend anfühlen können. Ja, okay. Irgendwelche Gedanken zu seinen Kollegen im Zirkel? Arkamir ist Arkamir. I'd be cranky too, if I lived all alone in a spooky house. Arkamir ist Arkamir. Ich wäre auch schlecht drauf, wenn ich ganz allein in einem grusigen Haus leben müsste. Was ist mit den anderen? Whenever we get the circle together, Maurer likes to tickle me under the table. Wann immer wir im Zirkel zusammensitzen, kitzelt mich Maurer unter den Tisch. Wahrscheinlich mit, ihr wisst schon was. Isn't Lengrath nice? We squabble, but there's plenty to admire about her. I think we're really starting to bond. Ist Lengrath nicht nett? Wir kabbeln uns ständig, aber es gibt auch viel an ihr zu bewundern. Ich glaube, wir kommen uns richtig nah. Minoletta loves a good joke. Like that time she pushed me into a snake pit. good fun. Minoletta liebt gute Späße, wie das eine Mal, als sie mich in eine Schlangengrube schubste. Ach ja, ein großer Spaß. Ninagoth keeps a bird skull in his pocket. He pets it when he thinks no one is looking. Don't tell him I told you. Ninagoth hat stets einen Vogelschild in seiner Tasche. Er streichelt ihn, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Aber sag ihm nicht, dass ich das verraten habe. Bet you didn't know that Consulhot has a sweet tooth. He only gets cranky when his candy dish is low on the good stuff. Ich wette, du wusstest nicht, dass Consulhot ein echtes Schleckerbäuchchen ist. Er wird nur stinkig, wenn ihm die Süßigkeiten ausgehen. Ja, Consulhot ist tot. Ringgrim doesn't have any friends, but I aim to change that even if it kills me. Ringgrim hat keine Freunde, aber ich habe vor, das zu ändern, selbst wenn es mich umbringt. Kalakoth is great. She once shouted into my face so loud that we both passed out. Kalakoth ist spitze. Sie hat mir einmal so laut ins Gesicht geschrien, dass wir beide davon ohnmächtig wurden. Sitzel plays it coy, acts like he doesn't need friends. Can you keep a secret? We've been pen pals for years. He thinks I'm an Orlin who makes clocks. Sitzel spielt den Spröden und tut so, als bräuchte er keine Freunde. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Wir sind ja seit Jahren Brieffreunde. Er glaubt, ich sei ein orleanischer Uhrmacher. Ringgrim doesn't have any friends, but I aim to change that even if it kills me. Bet you didn't know that Consulhot. Ja, das kennen wir alles schon, also lebt wohl. So, dann können wir noch sie ausfragen und dann sind wir mit dem langwierigen Teil endlich mal durch. Now we may speak with something like privacy. Jetzt haben wir etwas Privatsphäre, um zu sprechen. Sie wirft einen versteckten Blick in Tanes Richtung und schüttelt den Kopf. Tane has asked something of you. Tane hat dich um etwas gebeten. Lengrath winkt dich mit einer diskreten Handbewegung nach vorne. Er möchte, dass ich die Gefangenen in der Sammlung befreie. And you accepted. How terribly large-hearted of you. Und du hast es angenommen? Wie ungemein groß hat sich von dir. Sie hebt eine Augenbraue. Das habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe abgelehnt. Doch, das habe ich. Warum interessiert dich das? What Tane asks of you appears a mercy, but it's only a selfish attempt to bolster his reputation. Was Tane von dir verlangt, scheint Barmherzigkeit zu sein. Es ist jedoch nur ein egoistischer Versuch, seine Reputation zu verbessern. He's a devious child who delights in making the rest of us clean up his messes. Er ist ein verschlagenes Kind, dem es Spaß macht, ein Chaos zu hinterlassen, das wir andere dann beseitigen müssen. A quality common to Archmages, it seems. Eine Eigenschaft, die bei Erzmagiern weit verbreitet zu sein scheint. I have seen educated professionals trigger disasters that rival any mess Tane could produce out of ignorance. But point taken. Ich habe gut ausgebildete Profis Katastrophen auslösen sehen, die den Missgeschicken, die Tane aus purer Ignoranz produziert, um nichts nachstehen. Aber ich verstehe, was du meinst. I'd say I resent the comment, but you're not wrong. Ich würde ja sagen, dass ich mir diesen Kommentar verbitte, aber du liegst nicht falsch. Sie seufzt. Many of the poor souls held captive here have been so for decades. Viele Damen sehen, die hier gefangen gehalten werden, sind schon seit Jahrzehnten hier. Anyone they knew is likely dead. Their old lives gone. To return them to the world with nothing is a cruelty. All die Sie einst kann sie vermutlich schon tot. Ihre alten Lieben gibt es längst nicht mehr. Sie ohne etwas in eine solche Welt zu entlassen, wäre einfach nur grausam. The gods only know what havoc these broken people will wreak with the information Tane intends to give them. Nur die Götter wissen, was für eine Zerstörung diese gebrochenen Gestalten mit den Informationen anrichten werden, die Tane ihnen geben will. Lay their souls to rest. Return them to the wheel. Bete ihre Seelen zur Ruhe, übergib sie wieder dem Rat. Ich denke darüber nach. Vorsätzlicher Mord, sagst du, dann bist du beim richtigen Zwerg. Du willst, dass ich sie töte? Das ist schon etwas extrem. Das ist schrecklich. Du bist schrecklich. Ich lehne ab.
Nehmen wir mal die drei. All things die. Death is the keystone of the natural order. It's no more extreme than birth. Alle Dinge sterben irgendwann. Der Tod ist ein Grundpfeiler der natürlichen Ordnung. Es ist nicht extremer als die Geburt. Another chance at life through death is a far greater mercy than relegation to suffering through a dull shade of the lives they once knew. Eine weitere Chance auf das Leben durch den Tod ist eine weitaus größere Gnade als die Verbannung in das Leid eines tristen Schattens des Lebens, das wir jetzt kannten. Vorausgesetzt, wir halten Eotas wirklich davon ab, das Rad zu zerstören. Is it not mercy to let an abused soul move on to a better existence, one free of the memory of the suffering they survived here? Ist es denn nicht gnädig, eine missbrauchte Seele in eine bessere Existenz übergehen zu lassen? Eine, in der sie keine Erinnerungen an die Leiden hat, die sie hier erlebte? Wenn ihr so viel darüber palabern müsst, ist es all das vielleicht gar nicht wert. Das sollte ihre Entscheidung sein, nicht deine. Ja, wenn die Bibliothekare sie nicht der Möglichkeit beraubt hätten, selbst eine Entscheidung zu treffen. Aber das haben sie. Und nun gibt es niemanden außer uns, der ihnen die Gnade gewähren kann. Ich denke darüber nach. Das ist alles, worum ich bitte. Diese Schriftrolle wird dir helfen. Sie zieht eine neue Rolle Pergament aus den Falten ihrer Robe hervor und legt sie dir die Hand und schließt diese darum. Ja, letzter Schlummer. Diese Schriftrolle ist mit Runen verziert, die penibel in ein ordentliches Raster gezeichnet wurden. Die beträchtliche arkane Energie, die den Runen zugrunde liegt, lässt sie leicht leuchten und wenn du sie zu lange ansiehst, spürst du, wie dein Herzschlag langsamer wird. Dein Graf denkt, dieser Zauber kann den Gefangenen in der Sammlung einen friedlichen Tod bescheren. Vorausgesetzt, die Worte werden an einem Ort gesprochen, wo alle Gefangenen sie zur gleichen Zeit vernehmen können. You need only read the incantation scribed upon it, preferably in a place where all may hear it. Their deaths will be swift and painless. Du musst nur den Spruch vorlesen, der darauf geschrieben steht, vorzugsweise an einem Ort, an dem ihn jeder hören kann. Ihr Tod wird kurz und schmerzlos sein. Mit einem kurzen Nicken und einem schweren Seufzen wendet sie sich ab. Sie tippt in Gedankenversunken auf die Hüfte, während sie nach etwas sucht, das nicht ihrer Gewohnheit entspricht, und sie findet ihr Zauberbuch. Sie blättert es langsam durch, während sie mit den Gedanken eindeutig woanders ist. Ja. Unter Beobachtung betritt die Sammlung ein Schreien der Dunkelheit. Ah. Tail will, dass ich in der Sammlung der verstreiteten Hallengefangenen Gestandenen befreie. Er hat mir eine Schriftrolle im Bereich mit deren Erinnerung und Willenskraft wiederherstellen kann. Ich muss sie lediglich den betäubten Gefangenen laut vorlesen und zwar an einem Ort, an dem mich alle gleichzeitig hören können. Ja, Tail will, dass ich die betäubten Gefangenen in der Sammlung befreie. Lengard ist vielleicht anderer Auffassung darüber, was gehandhabt werden sollte. Die Sammlung befindet sich direkt südwestlich vom Tempel der Offenbarung. Die Sammlung betreten. Lengraf möchte, dass ich den Gefangenen mit ihrer Schriftrolle den Gnadentod beschere, sodass ihre Seelen von diesem unheiligen Dasein befreie. You return with news, I hope. Ich hoffe, du hast Neuigkeiten zu berichten. Sie richtet sich auf. Du interessierst mich. Weißt du irgendetwas über diesen Ort, die verschleierten Hallen? We know little about it. Hopefully we'll learn more as we pursue Maura. Wir wissen noch nicht viel darüber. Hoffentlich erfahren wir mehr, während wir Maura verfolgen. Du interessierst mich. Dann lass uns deine Neugier befriedigen. Du scheinst Imps nicht sonderlich zu mögen. I suppose compared to Tain, anything less than rapturous exaltation looks like deepest loathing. Ich nehme an, dass im Vergleich zu Tain alles andere als stürmische Begeisterung wie tiefster Abscheu erscheint. I neither like nor dislike them. They serve a useful function, and their constant flatulence aside, they can be rather sweet. Ich mag sie weder noch hasse ich sie. Sie haben eine nützliche Funktion und wenn man mal von ihren stetigen Blähungen absieht, können sie auch ziemlich niedlich sein. Ja, niedliche Imps. Genau. Steckt sie in ein Hasenkostüm vielleicht dann. Oder in ein Katzenkostüm. Ich würde gerne wissen, was du von einigen der anderen Erzmagier hältst. I might even tell you the truth. So fragt, da sage ich dir vielleicht sogar die Wahrheit. Das Lächeln, das sich über ihre Lippen zieht, ist von ungewöhnlich wilder Natur.
Ja, fangen wir sie mal zu Konzelhaut. It gladdens my heart to see he's finally found his proper place in the natural order. As your pet. Es freut mich zu sehen, dass er endlich seinen eigenen Platz in der natürlichen Anordnung gefunden hat, als ein Haustier. Enjoy your delusions, Parasite. The Watcher would not hesitate to strike off your head, if it served his interests in some mediocre capacity. Erfreue dich an deinen Wahnvorstellungen, Parasit. Der Wächter würde keinen Moment zögern, dir den Kopf abzuschlagen, wenn es seinen Interessen auch nur im geringsten dienen würde. Also ich würde eher sagen, wenn sie anfängt, mich zu verarschen oder zu bedrohen oder hereinzulegen oder mir Zauber an den Kopf zu werfen oder andere Sachen. Also solange sie mich nicht provoziert, so wie du es getan hast, Konzelhaut, bleibt ihr Kopf da, wo er hingehört. Ja. Consulhot's reprehensible antics give responsible wizards a bad name. Consulhot's verwerfliche Kapriolen geben anständigen Zauberern einen schlechten Ruf. Like all monsters dragged from the shadows, Consulhot is smaller than he might seem. I do not fear the likes of him. Wie alle Monster, die aus den Schatten hervorgehört wurden, ist Consulhot kleiner als er zu sein scheint. Ich habe keine Angst vor seinesgleichen. Du hast doch sicherlich eine Meinung zu Akimir. The definition of a snake. One wonders what cold-blooded malfeasance he perpetrated upon the Huana, that they allowed him to build a castle in the heart of their greatest city. Die Definition einer Schlange. Man fragt sich, welch kaltblütiges Vergehen er an den Huana beging, dass sie ihm erlaubten, eine Burg im Herzen ihrer größten Stadt zu errichten. Er hat ihnen genug gezahlt. The official story is that the Kahanga Palace was structurally unstable, poised to cascade down the mountain until someone financed the renovations. Die offizielle Geschichte lautet, dass der Kahanga Palace strukturell instabil war, kurz davor den Berg hinabzustürzen, wenn nicht irgendjemand die Renovierung finanzierte. Farisina reibt sich ihre Finger aneinander. Also ja, Geld. Was kannst du mir über Tain erzählen? Ugh, he's exhausting and exasperating, but smarter than he seems. He is an Archmage, after all. Er ist anstrengend und ärgerlich, aber schau, als er zu sein scheint. Er ist immerhin ein Erzmagier. Still, he's probably the dumbest of us. Trotzdem ist er vermutlich der dümmste von uns. Yay. Was ist mit Maura? After visiting this place, I wonder if she truly developed the summoning magic bearing her name. Or if Wael gifted her it. Nachdem ich diesen Ort besucht habe, frage ich mich, ob sie wirklich die beschwörende Magie entwickelt hat, die ihren Namen trägt, oder ob Wael sie ihr geschenkt hat. Okay, lass mich dich was anderes fragen. Dann lass uns deine Neugier befrieden. Kann ich denn auch Erzmagier werden? Du scheinst mir nicht einmal ein Lehrling zu sein, geschweige denn ein praktizierender Zauberer. Okay, das reicht jetzt. Sehr gut. Gut. Hoch oder runter? Oben gibt's Bibliothekare, unten gibt's Viehzeug. Also gehen wir erstmal zum Viehzeug. Erinnerung schützt die Vermögenswerte. Dies ist die letzte Warnung. Die Testobjekte dürfen nicht gestört werden, während sie der Musik aus der Grube lauschen. Die arme Wichtel haben sich an das Lied unseres Wohltäters so sehr gewöhnt, dass sie es nicht mehr wissen möchten. Deshalb greifen sie alle an, die die Öffnung des Organs beschädigen. So heißt es, lässt zum Weg da einmal einen Augenblick der Klarheit erleben, seid so nett und führt es fort von der Grube und zurück zu einer Öffnung, wo es wieder in seliger Gleichgültigkeit mit den anderen vereint sein kann. Wir streben für dieses Quartal eine Verringerung der Selbstmordrate an. Diese Warnung dient gleichzeitig als Hinweis, dass wir unseren Vorrat an Ohrstöpseln leider erschöpft haben. Die Aufseher werden hiermit ermächtigt, heißes Kerzenwachs auszuteilen, bis jemand sich nach oben wagen kann, um neue Ohrstöpsel zu besorgen. Warte, die sollen sich heißes Kerzenwachs in die Ohren gießen? Oder sollen sie aus dem heißen Kerzenwachs Ohrstöpsel formen? Ach, und das war mein Vitrak. Auch gut zu wissen. Der Pfeffer am Boden und der Ruß in den Wänden lassen vermuten, dass hier jemand eine unerquickliche Begegnung mit einem Zauber hatte. Okay. Netter Ort. Sehr netter Ort.
Ja, Wade ist sowieso ein etwas spezieller Gott.